möchte euch das Funny-Album zeigen. Es ist noch nicht 100% fertig, weil mir hier noch was fehlt. Da ist mir aber jetzt was eingefallen. Das werde ich dann noch machen. So, das ist verschlossen mit einem Magnetverschluss. Das lässt sich auch ganz abmachen, das Herz. Und es ist ein Gatefold-Album. Das heißt, es gibt zwei Bindungen. Einmal hier rechts und hier links. Und es wird parallel aufgefaltet. Also hier fängt es an mit Schwangerschaft und Geburt. Also hier steht Welcome. Hier steht Hi du. Und das ist auch ein Magnetverschluss. Hier drin gibt es kleine Zettelchen, mit denen ihr noch beschriften könnt. Und dann ist das hier ein Wasserfall. Ein sogenannter Wasserfall. Da könnt ihr Fotos unterbringen. Und hierin ist was aufzuklappen und ein Umschlag drin, wo es nochmal was rauszuziehen gibt. Das wird hier unter die Lasche geschoben. So, jede einzelne Seite ist eine Tasche und hat ein ganz großes Tag drin, das ihr nach Belieben gestalten könnt. So, das war dann Schwangerschaft, Geburt. Hier kommen wir zur Mama-Papa-Seite. Und hier natürlich mein Lieblingsstempel. So, dann gibt es die Oma-Opa-Seite. Hier auch wieder jeweils ein Briefumschlag. Einfach weiter. Dieses hier ist nur unten fixiert. Diese beiden sind mit nicht permanenten Kleber befestigt. Und hier ist ein Text drin. Dieses ist zum Beispiel hier für vorne drauf noch passend. Gut. Und wieder innen jeweils eine Tasche. Das zeige ich jetzt nicht jedes Mal mehr. Dann gibt es hier einmal zum Aufklappen. Hier auch, das ist dann zur Taufe. Geschwisterseite. Hier, das wird gedreht und dann kann man das Ganze aufklappen und da drin versteckt sich noch mal ein Kärtchen zum Gestalten. Das wird wieder drüber geschoben und hier hinter versteckt sich noch mal ein Kärtchen. Seite, dann sind wir schon beim ersten 7-Jahres-Abschnitt und hier zum Schulanfang. Ein bisschen was mit Buchstaben, die lassen sich alle hier rausziehen, die Tags. Hier kann man dann was noch unterstecken, unterarbeiten. Wieder hier innen drin jeweils ein großes Tag. Hier aufklappen und nochmal hochklappen und das kann man auch rausnehmen und das kann man hier unter die Lasche drunter schieben. Das kann man auch aufklappen hier. So, nächste Seite sind wir schon bei der Konfirmation. Das hier ist auch mobil festgeklebt und das ist gleichzeitig, dieser Kreis hier ist die Schablone für diesen Kreis hier, also der passt genau da rein, wie ihr seht. Das heißt, ihr könnt euch das auf ein Foto legen, aufmalen und das Foto passt genau ausschneiden und dieses Ding hier, die Taube als Dekoration nutzen. Hier links ist nochmal ein großer Tag drin mit einem Regenbogen. Und der ist auch als Halterung, dass man verschiedene Dinge drunter stecken kann. Hier ist nochmal so ein kleiner auffaltbarer Tag drin. So, die andere Seite. Hier kommt dann die Jahrestabelle.
Das Weiße hier ist eine Schablone und die könnt ihr nutzen, um eure Fotos auszuschneiden. Und die Zahlen sind alle auch non-permanent fixiert. Oder ihr schneidet Kreise aus, das sieht bestimmt auch nett aus. Also alle Zahlen sind lose fixiert. So. So, dann kommen wir schon in die älteren Jahre. Da haben wir hier für Führerschein, das ist auch lose nur fixiert. Könnt ihr platzieren, wo ihr es gern hättet. Das ist fest. Das ist nämlich zu dünn und zu fein. Das kann man nicht lösen. Hier unten auch. Also ein bisschen Platz für die erste Liebe vielleicht. Und hier sind wir auch schon beim 21. Lebensjahr. Und immer Platz, um was zu schreiben. Hier kann man natürlich auch immer noch Briefe einfügen. So. Und die Rückseite ganz hinten ist auch natürlich viel Platz, um noch zu gestalten. Ich lege euch so einen kleinen Schaumstoffkeil mit rein, weil das Album ja jetzt noch nicht gefüllt ist mit vielen Fotos. Und so hat das ziemlich viel Luft noch drin. Einfach zuklappen, Magnet drauf. So. Ich hoffe, es gefällt euch und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Befüllen. Macht's gut, tschüss!